Hey Leute, Greetings out of Sydney. Heute nehme ich euch mal mit auf eine ganztägige Sightseeing-Tour und dann abends im Anschluss werde ich noch das Gym besuchen und danach noch die bekannte australische Pizzeria Domino's testen. Ja, let's go! Wenn ich mal was länger unterwegs bin, dann muss man einfach einen Power-Akku dabei haben. Die Wohnung hier, Leute, ist gerade absolut verwahrlost, wie ihr erkennen könnt, weil wir hier gerade am Renovieren sind. Dabei habe ich dem John auch schon bei geholfen, ganz lange. Dazu werde ich dann noch in einem anderen Video mehr erzählen. Liebe Zuschauer, merkt euch auf jeden Fall diese Stelle hier, wie ich mir die Kohle auffülle. Das wird für später auf jeden Fall noch böse enden. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. So, bevor ich aber starte, muss ich noch die Laundry machen, also die Wäsche. Verzeiht mir Leute, dass ich sehr viel Englisch benutzen werde, aber ich möchte euch schon mal so vertraut machen mit dem typischen Sprachgebrauch hier. Also wenn ich vom Trial Day spreche oder von einem Interview, dann ist das, was man immer benutzt für einen Probearbeitstag oder für ein Vorstellungsgespräch. Und dabei möchte ich auch verweisen, dass das australische Englisch ganz anders ist als das amerikanische. Beispielsweise verwendet man hier nicht das Wort Ketchup. Das ist amerikanisch. Man sagt hier immer Tomato Sauce. Okay. Good day. Excuse me. Do you want to use it? Yeah. Thank you. Also Leute, so sieht das kleine, aber bescheidene Gebäude aus, in dem ich mich im Moment befinde. Da sind insgesamt 6 Wohnungen und die Unit, wo ich bin, ist da oben in der Ecke. Direkt vor dem Haus befindet hier sich so eine sehr stark befahrene Straße und da direkt die Zugverbindung, zu der ich gerade gehe. Also es ist immer sehr, sehr laut. Und wo ich gerade hingehe, ist zur Train Station und die ist glücklicherweise nicht so weit entfernt. Ich zeige euch mal den gesamten Weg. Hier möchte ich noch hinzufügen, die Suburb, in der ich mich befinde, Barella, ist eher so Mittel- bis Unterschicht, umgangssprachlich gesagt. Und da, wo wirklich viel los ist mit den Hochhäusern, das ist im CBD, im Central Business District. Aber das seht ihr dann auch gleich. Heute ist ein im Verhältnis sehr warmer Tag. Es ist gerade ja Winter hier. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Also ich muss ja wirklich jeden Morgen Pullover tragen. Und ich bin trotzdem am Zittern. Genau, das war sehr ungewohnt, als ich vom warmen Deutschland hierher gekommen bin. Es ist eigentlich wirklich auch jeden Tag am Regnen. Heute ist eine Ausnahme, ein Wochenende. Und deswegen mache ich diese kleine Reise, weil es auch am Wochenende günstiger ist, mit dem Zug zu fahren. Ja Leute, das Ziel des Vlogs heute ist, euch einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie der Public Transport hier ist und dass ihr einfach mal wirklich die gigantischen Ausmaße dieser Stadt hier seht. Hier ist auch direkt ein ATM, also ein Geldautomat. Die gibt es glücklicherweise fast überall hier in der Stadt. Hier beim Woolworths gehe ich immer einkaufen. Ich kann euch auch mal später eine kleine Rundführung dadurch geben, um zu zeigen, wie die Preise hier so sind. So, und hier kommen wir zur Trainstation in Barella. Das ist die kleinste Trainstation, die ich hier kenne. Hier gibt es nur 2 Plattforms, also 2 Gleise. Und ich zeige euch mal, wie das hier funktioniert mit dem öffentlichen Verkehr in North South Wales. Und zwar muss man sich hier immer einstempeln mit einer Opel Card. Die habe ich mir auch direkt am Flughafen gekauft, aber das kann ich auch in einem anderen Video erzählen, was die ersten Schritte hier sind, die man machen muss. Und dann mache ich einfach Tap On. So. Hier möchte ich kurz einhaken. Ihr seht, dass bei mir steht plus 20 Dollar. Das ist der Betrag, den ich zuvor in der App mit meiner Kreditkarte aufgeladen habe. Das geht ganz schnell. Und das wird dann erst beim nächsten Tap On gut geschrieben. Und dann zeigt er immer den Balance an, also den Kontostand, den man gerade hat auf der Karte. Und dann registriert er, dass ich hier zum
zur Trainstation gehe. So. Und wo ich aussteige, also gleich in Milsons Point, da werde ich dann Tap-Off machen. Aber Leute, zum Tap-On und Tap-Off, das muss man nicht unbedingt machen, sag ich mal so. Dann begeht man Fare Evasion, Schwarzfahren, aber das darf ich jetzt hier nicht so laut sagen, weil es wird auch gar nicht überprüft in den Zügen. Aber wenn man erwischt wird, dann gibt es Fines von über $200. Und das ist so gefühlt der Lieblingssatz von den Australiern. Fines will apply, also Geldbuße werden folgen oder angewandt. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Also das steht überall in den Bussen. Das wird immer am Ende einer Durchsage gesagt. Fines will apply. Und hier gucke ich jetzt oben einfach auf das Display. Sehe ich, dass dieser Zug in 20 Minuten nach Lidcombe fährt. Dahin muss ich, und das kann ich dann auch einfach mit meiner App abgleichen. Und man muss immer auf die Zugnummer gucken, T3, und dann, was das Ziel ist, Lidcombe. Und dann muss man einfach zu dieserjenigen Plattform hin. Ich hoffe, ihr könnt soweit folgen. Also Lidcombe ist die Stelle, wo ich umsteige, und von dort geht es dann erst los nach Milsons Point. T1, seht ihr in der App, ist dann der Zug, den ich in Lidcombe wählen muss. So, und hier bin ich schon auf der richtigen Plattform bei Lidcombe und schaue trotzdem nochmal sicherheitshalber auf das Display bei dem Zug, der nach Linfield fährt, ob der auch bei Milsons Point anhält, weil manchmal ändern sich die Pläne spontan und dann fahren die bei Stationen durch. In dem Zug hatte ich eine interessante und lustige Begegnung. Da war ein Typ, der wollte mich evangelisieren, der hatte eine Bibel in der Hand und hat mir gesagt, dass da so interessante Schätze in den Büchern zu entdecken gibt, und ich hatte gerade Kopfhörer drin, dann hat er gesagt, man kann auch christliche Musik hören und so. Da habe ich gesagt, Bruder, du predigst hier dem Falschen, ich bin selbst ein Christ, kenne mich mit der Bibel aus, geh mal bei anderen predigen. Und dann haben wir so ein bisschen geredet, der war nur kurz im Zug, musste früh aussteigen. Dann habe ich den auch gefragt, ob der Michael Card kennt, den höre ich in letzter Zeit sehr gerne. Der macht christliche Musik, den kannte der jetzt leider nicht, aber ich blende einfach mal seine Musik hier ein. Thirst again, neither will they hunger, for the Lamb will be their shepherd. Hier in Milsons Point mache ich jetzt Tap Off und dann zeigt er mir auch an, wie viel die Fahrt gekostet hat. $3.79, das sind ungefähr 2,5 €. So Leute, dort sehen wir das Meisterwerk der Architektur, das Opera House. Da war ich aber auch schon, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem das, was man mit Sydney als allererstes assoziiert. The kingdom of this world become the kingdom of our Christ, and God will wipe away the tears from each and every eye. Come on, guys! Wie ihr seht, ist die Fähre ganz normal Teil der Opel-Card und das hat insgesamt $8 gekostet, aber weil ich kurz davor mit dem Zug gefahren bin, hat es was günstiger gekostet, ich glaube $6 hat es mir abgezogen, also so ungefähr 4 €. Das letzte Mal bin ich bestimmt vor 5 Jahren mit einer Fähre gefahren.
Aber ich fand das irgendwie nicht so cool, weil es war wirklich rappelvoll. Total viele Touris und dann hatte ich auch eigentlich keinen Platz. Eine weitere tolle Sache über Australien. Die öffentlichen Toiletten sind so gut wie überall kostenlos. Schaut mal, hier habe ich einen Aldi noch gesehen. Aber ja, die öffentlichen Toiletten, so wie man öffentliche Toiletten halt kennt. Obwohl ich nichts kaufen wollte, bin ich mal kurz in den Aldi, habe mal die Preise verglichen mit den Woolworths. Und ja, hier so ein Eiskaffee, was ich eigentlich sehr gerne mag, aber war mir doch zu teuer. Hello, I'd like to have one scoop of the chocolate mint and one scoop of the coconut. Hear the roaring at the rim of the world, see what every eye shall see. Behold, he's coming with the clouds, setting all the captives free. Those who long to see this day will tremble with delight, as a sea of upturned faces there is bathed in endless light. I am the Alpha and the Omega, the one who is and was and is to come. Oh, I was dead, now I'm alive forever. Don't be afraid, I hold the keys and I have come. Wenn ich so Leute diesen Wald sehe, dann kann ich das irgendwie immer noch nicht so richtig realisieren, hier zu sein. Weil das einfach so ganz anders ist als ein deutscher Wald. Und dann wird mir das nochmal so gewahr. Alter, ich bin in Australien, Mann. Auf der anderen Seite der Welt. Ja, so lebt es sich hier. Und das im Winter, ne? Also ich will mir nicht vorstellen, wie voll hier diese touristenbeladene Strände sind im Sommer. Genau, jetzt suche ich hier irgendwo einen schönen Spot, wo ich mich niederlassen kann. The sky and that majestic silhouette who's come to take his bride still bears the healing wounds upon his hands and feet and side. I am the Alpha and the Omega, the one who is and was and is to come. Auf diesen Lookout da oben will ich hin. Let's go. Schaut mal, Leute. Steht einfach Achtung auf Deutsch. Ich habe mal gehört, dass es so ist. An vielen Stellen Australiens sind Warnungsschilder auch auf Deutsch ausgeschrieben, weil vor allem viele deutsche Touris tödlich verunglückt sind an vielen Stellen. Und da hat mir der John auch mal eine Story erzählt von einer deutschen Familie, die sich einfach verirrt hat und nicht mehr auf die Straße gekommen ist und da einfach gestorben sind, weil die halt kein Wasser auch dabei hatten. Und das war im Hochsommer und dann war ruckzuck vorbei. Leute, zieht euch mal diese View hier rein. Und am besten, ich bin hier nahezu alleine. Das ist natürlich etwas, was mich voll nervt, dass hier voll viele Leute rumlaufen, richtige Touri-Magnet, diese Stellen hier. Deswegen möchte ich bei meinem Roadtrip, wenn ich Australien umrunden möchte, vor allem Spots aufsuchen, die unbekannt sind. Da hatte John mir schon sehr viele Tipps gegeben, weil er ist schon so gut wie überall gewesen in Australien. Also wirklich so gut wie überall. Es gibt ein paar Stellen, die er noch nicht gesehen hat. Und er kennt sehr viele Spots, wo Touris einfach nicht hinkommen, weil Google Maps das auch einfach nicht zeigt. Und ja, da gibt er mir richtig viele Tipps bei. Boah, Leute, das Beste ist, die Cola ist noch ein bisschen kalt. Aber die ist nicht nur kalt, sondern die ist auch ein bisschen ausgelaufen. Uiuiui. Ach du Schande.
Alter. Was soll ich denn jetzt machen? Austrinken. Leute, ich bereue es echt so sehr, keine Badehose mitgenommen zu haben. Ich habe hier eigentlich noch meine Shorts, die ich für den Sport benutze. Und mein Tanktop, das voller Cola jetzt ist. Also eigentlich kann ich damit ja jetzt erst recht ins Wasser. Naja. Aber irgendwie traue ich mich nicht noch nicht so ins Wasser zu gehen, weil es schon sehr kalt ist. Ich war hier noch kein einziges Mal baden. Aber der John, der hat einen Taucheranzug. Und der will den mir mal geben, damit ich schnorcheln kann an einem ganz geeigneten Strand dafür. Ohne Witz, YOLO, ich gehe da jetzt einfach rein. Oh Mann, Leute, ich bin so dumm. Ich habe eben festgestellt, dass ich einfach in der falschen Fähre bin.